Und schon wieder zurück bei Tyranny in den Altmauern unterwegs. Auf der Suche nach Retomon. Diese Fallen. Auf der Suche nach Retomon. Lehrling Garrick, das ist nicht Retomon. Der blutige, mit Dreck beschmierte Mann ruft laut, als er dich sieht. Dem Beschützer der Schmiede sei Dank, dass du mich gefunden hast. Wir müssen hier verschwinden, bevor die Plagen zurückkommen oder die Bruderschaft. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Nicht so schnell, was machst du hier? Ich habe in der Gegend um den Altmauerneingang nach einzigartigen Metallen oder Runen gesucht, die ich verwenden kann. Ich versuche die nächste Stufe meiner Ausbildung zu erreichen. Schmiedemeister zu beeindrucken ist schwerer, als es klingt. Und Meisterin Lohara ist besonders fordernd. Man muss wirklich herausstechen und ich dachte, das wäre meine Chance. Ich wusste gar nicht, dass die bronzene Bruderschaft hier ist, bis plötzlich ein paar von ihnen aufgetaucht sind. Ich habe mir einen weggeworfenen Helm geschnappt und versucht, nicht aufzufallen. Ihr Anführer dachte, ich wäre ein Soldat, der sich von seinem Posten weggeschlichen hätte, also befahl er mir, zu meiner Pflicht zurückzukehren. Ich hatte Angst, also... Er zuckt resigniert mit den Schultern. Habe ich meine Befehle befolgt und bin hineingegangen. Sobald ich außer Sichtweite kam, bin ich losgelaufen, um einen Fluchtweg zu finden. Angeblich gibt es hier irgendwo eine Abzweigung nach Letians Kreuzung. Er schüttelt den Kopf. Aber vielleicht ist das nur eine Geschichte. Natürlich habe ich mich verirrt und fand nicht mehr zurück. Ich habe mich hier verbarrikadiert, damit die Patrouillen der Bruderschaft und die Plagen mich nicht finden. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, ehe mich jemand gefunden hätte. Oder etwas. Keine Sorge, ich habe den Weg freigemacht. Du kannst nach Zwillingsfluss zurückkehren. Du hast mir das Leben gerettet, danke. Ich dachte, ich muss hier sterben. Ich verspreche, dass ich nie wieder die Altmauern betreten werde. Die Garnison hat mich nach dem ersten Mal gesehen, hat dabei ein Auge zugedrückt. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, ehe meine Glückssträhne reißt. Er schlingt die Arme um dich und drückt dich kräftig. Dann gibt er dich wieder frei, stößt ein kleines verzweifeltes Geräusch aus und flieht in die Dunkelheit. So viel dazu. Right. Eine gute Tat. Kehre zu Lohara zurück. Eine gute Tat pro Tag. Ist auch immer eine gute Sache. So. Wie komme ich da rein? Hallo. Ein weiterer Fackelschlüssel. Oh, hallo. Ein weiterer Fackelschlüssel. Okay, los geht's. Das war ja zu erwarten, ne? Bleed out, you little shit. Keep your filthy hands off me. Grovel before me. Zum Glück kommen wir mit den Geistern mittlerweile relativ gut zurecht. Da sind noch zwei Fallen, die sich mit Sicherheit gleich öffnen werden, sofern wir hier die falschen Sigillen verwenden oder die richtigen Sigillen. Das sind sowieso mehrmals, weil hier ist ja auch noch eine Tür. Wupp. Türchen Nummer 1. Und hoffentlich Türchen Nummer 2. Nein. Türchen Nummer 2. Nein. Hä? Nee. Es gibt noch mehr Steine dieser Art, die diese Tür hier dann zum Beispiel öffnen. Indem du mit Kohle über Pergament reibst, erhältst du einen verschwommenen, aber richtig proportionierten Abdruck eines uralten Reliefs. Der neu hinzugefügte Abdruck füllt die verbleibenden Lücken auf der Schriftrolle und vermittelt dir ein klares Bild der gemeißelten Rune. Ich glaube, dies hat etwas mit dem Symbol auf dem Boden des Turms zu tun. Wir sind hier tatsächlich in der Nähe eines Turms. Ich will hier rein! Verdammt! Uns fehlt noch immer ein Schlüsselstein. Mindestens einer.
Sigille von Fackelschlüssel zu den Altmauern. Auch er hatte ein Pergament dabei. Oh ja, das dürfte interessant werden hier. Sollte ich? Ich habe direkt aus Versehen die richtige Kombi erwischt. Toll. Ich würde aber gerne... Nein, ich kann nichts mehr machen. Verdammt. Ich kann die Sigille nicht mehr ändern. Ich hatte gedacht, ich könnte vielleicht... Ja, die Schriftrollenfetzen können wir in der Bibliothek dann... Eine haben wir ja schon. Eine Bibliothek, die können wir dann da organisieren und machen. Ja, Tatsache, das ist Letians Kreuzung. Das ist tatsächlich die Abzweigung zu Letians Kreuz. Was höre ich da? Oh nein. Er hat offensichtlich ein Sigill, das wir noch nicht haben, Retomon. Retomon steht vor einer flackernden Kugel aus blauer Energie. Sein Kopf scheint sich zu biegen und zu falten, als Licht und Schatten über sein Gesicht tanzen. Seine Miene zeigt pure Ekstase, die jedoch sofort verschwindet, als die Brücke sich zurückzieht. Wer stört mich? Er wendet sich um, sein Gesicht nun voller Zorn. Nein! Seine Stimme enthält zu gleichen Teilen Autorität und Gereiztheit. Du darfst nicht hier sein. Das ist mein großer Augenblick. Du wirst ihn nicht zerstören. Wie bist du überhaupt so weit gekommen? Du kennst die Geheimnisse der Altmauern nicht. Oh doch, mehr als du denkst. Einer seiner Männer überreicht ihm einen kleinen grünen Gegenstand. Er steckt ihn in seine Tasche. Du bist unfassbar hartnäckig, das muss ich dir lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Du gehörst nicht hierher. Er stampft mit dem Fuß auf. Das trockene Geräusch hallt durch den gewaltigen Raum wieder. Du gehörst nicht hierher! Seine Männer treten unbewusst einen Schritt zurück, um seinen plötzlichen Zorn zu entkommen. Sein Zorn verfliegt so schnell, wie er gekommen ist, und er lächelt. Aber das Lächeln erreicht seine Augen nicht. Aber ich könnte genauso gut die nahende Dunkelheit lautstark verfluchen. Es würde ebenso wenig nützen, wie dich zu tadeln. Du wirst dich nie aus den Angelegenheiten der Bruderschaft heraushalten, dich nie aus Dingen heraushalten, die dich nichts angehen. Dennoch applaudiere ich dir. Ich hätte nie erwartet, dass du es so weit bringst. Aber da du ganz offenbar nicht vorhast, mir meinen Frieden zu schenken, kannst du auch zum Hauptgericht bleiben. Und glaube mir, sie können es kaum erwarten, ihre Zähne in dich zu hauen. Möchtest du noch etwas sagen, bevor du zerfetzt wirst? Warum hast du den Geisterbannhelm gestohlen und Zdenya entführt? Sie haben es mir aufgetragen. Retomon deutet auf die leuchtende Kugel und all die Steingebilde in den Mauern. Wenn sie anfangen zu töten, machen sie keine Unterschiede. Fleisch ist Fleisch, weißt du? Er tippt sich an den Helm. Dieser Helm gewährt also meine Sicherheit. Mit dem Helm kann ich sie zurücktreiben. Der Ruhm und die Ehre dafür werden mir gehören. Letians Kreuzung wird allein mir gehören. Er lacht. Das Geräusch hallt in der großen Kammer auf unheimliche Weise wider. Warum Zdenya? Zum Wiederaufbau brauchen wir eine Schmiedemeisterin, und wer kann diese Rolle besser ausfüllen als die Meisterin aller Essen? Du bist absolut wahnsinnig, wenn du glaubst, ich würde je für dich arbeiten. Noch besser, komm doch hier herüber und wir besprechen unsere Pläne für den Wiederaufbau. Retomon verzieht das Gesicht und berührt vorsichtig das violette Mal unter seinem Auge. Und was genau befindet sich in diesem Gefängnis? Ein Havok. Retomon flüstert das Wort mit neuer Ekstase. Ein manisches Leuchten strahlt in seinen Augen, dessen Intensität anschwillt und abebbt und sein Gesicht in ein unheimliches Licht taucht. Soll Kairos seine Truppen senden, sie werden nicht gewinnen. Ich werde Letians Kreuzung dem Erdboden gleichmachen, bevor ich es ihm überlasse, bevor ich zulasse, dass du mich aufhältst. Er blickt dich mit einem gefährlichen, manischen Leuchten in den Augen an. Das ist meine Stadt. Ich habe einen verlorenen Weisen gefunden. Seine Worte sind durchzogen von einer unterschwelligen hämischen Freude. Er wirkt seltsam aufgeregt, als würde er alle Wörter gleichzeitig aussprechen, ringt jedoch auch mit sich selbst, sie nicht zu sprechen. Er hat mir alles erzählt. Er hat so wunderschöne Lieder für mich gesungen.
Was hast du mit dem Weisen getan? Rettoman wedelt beiläufig mit der Hand in der Luft herum. Ach, wir haben ihn mit einem Stapel Bücher abgefangen. Ich weiß nicht einmal, wohin er wollte. Aber wen soll man zur örtlichen Geschichte befragen, wenn nicht einen Weisen? Er lächelt, blickt zur Seite und leckt sich unbewusst die Oberlippe. Er hat mir gesagt, was ich wissen musste, um hierher zu kommen. Du bist völlig wahnsinnig. Was ist geschehen? Auf dem Eisenpfad wirktest du so gefasst. Retumons Augen verengen sich zu Schlitzen. Ich stehe kurz davor, alles zu bekommen, was ich je wollte, und dann kommst du angewalzt und willst es mir entreißen. Und jetzt gönnst du mir meine Emotionen nicht? Ich werde besonders große Freude daran haben, dich sterben zu sehen. Retumons Gesicht wird rot. Du nimmst mir das nicht weg, schreit er. Lethians Kreuzung gehört mir! Sie haben gesagt, niemand würde mir glauben. Sie haben gesagt, ich würde mich allein gegen die Armeen stellen müssen. Ich wusste, dass ihr alle gegen mich seid. Nur die Geister haben mir die Führung gegeben, die ich brauchte. Glaubst du nicht, dass die Geister dich töten werden, sobald du sie freilässt? Natürlich nicht! Retumon blickt dich ungläubig an. Die Geister seien gepriesen. Ich habe den Helm mit ihrem Namen. Als ich mit dem Helm auf dem Kopf hineingegangen bin, hat das Gefängnis gebebt. Es wird funktionieren. Es ist ihr Wille. Weißt du denn überhaupt, wie man den Havok entfesselt? Natürlich! Schreit er und stampft wieder mit dem Fuß auf. Er schüttelt den Kopf, als wäre die Antwort das Offensichtlichste der Welt. Mein besonderer Weiser hat mir alles gesagt. Er wusste sehr viel über die Altmauern in dieser Gegend und über die Gerüchte von einem Schlüssel, der die Geister entfesseln kann. Er wollte es mir nicht sagen. Ich wusste, dass er Kairos Lethians Kreuzung überlassen wollte. Aber ich habe ihm gezeigt, wie töricht das von ihm war. Er beißt sich gedankenverloren auf den Daumen. Einen Augenblick lang scheint er vergessen zu haben, dass du im selben Raum bist. Dann bricht er sein Schweigen. Er sagte etwas von Kristallen und den vier Punkten auf einem Kompass. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ehrlich gesagt hat er so laut gesungen, dass es mir damals nicht wichtig vorkam. Und was hat dieser Weise mit den vier Punkten auf einem Kompass gemeint? Retumon trommelt mit seinen Fingern manisch gegen seine Schläfen, während er grübelt. Es hatte etwas damit zu tun, wie man die Altmauern öffnet. Er fand den Hinweis irgendwo in einem Archiv. Er erwähnte einen Kompass. Ah! Er fischt in seinen Taschen und holt einen Pergamentfetzen hervor. Er hat mir ein Diagramm gezeichnet. Er faltet den Fetzen auf und blickt ihn stirnrunzelnd an. Natürlich ist das nutzlos, zerrissen. Man kann es nicht lesen, wenn etwas fehlt. Er wedelt mit dem Fetzen herum. Nutzlos. Gibst du mir den Fackelschlüssel, den du versteckt hast, als ich hineinkam? Er lächelt und dreht sich zur Seite, sodass die Tasche hinter ihm nicht mehr zu sehen ist. Gerissen, gerissen. Du bist einfach zu scharfsinnig. Bei den Geistern. Du bist ein Ärgernis. Er schnalzt mit der Zunge. Gib mir das Pergament, das du von dem Weisen hast. Es könnte wichtig sein. Er murmelt vor sich hin, kratzt sich den Kopf und blickt von dir zum Pergament und zurück. Schließlich wirft er es in deine Richtung. Ich kann es ohnehin nicht lesen. Es ist also wertlos für mich. Nimm es ruhig. Nun, gib mir diesen Kristall, und zwar sofort, oder ich nehme ihn dir ab. Was? Verloren? Du darfst ihn dir gerne nehmen, du Narr, aber ich bin der Retter der bronzenen Bruderschaft und deine Erfolge sind Staub, den ich unter meinen Stiefeln zerdrücke. Ich wollte zusehen, wie die Geister dich zerfetzen, aber nun sehe ich, dass das meine Aufgabe ist. Sie wollen, dass ich dich als erstes Opfer darbringe. Ach, Retumon, ach, Retumon. Wieso nur? Ready? Oh, now I have to kill you. Damn thing couldn't pierce cloth. On my command. Lyra! Retumon sinkt hustend auf die Knie. Er blickt zu dir auf, die Augen blutunterlaufen und voller Tränen. Wie? Die Frage ist halbherzig und im Grunde nicht an dich gerichtet. Wie konnte das geschehen? Nun, deine Pläne haben wohl nicht funktioniert und sie werden mit dir zusammen sterben.
entflamme die vier Lichtsäulen zum Ausfahren der Brücke. Aber erstmal hat Rettumon doch für uns einen Schlüsselstein. Jawohl, da ist der Geisterbannhelm. Kriegshammer der Bronzenen Bruderschaft 2 Hands. Axt des Erstbruders auch 2 Hands. So viele geniale Sachen, die wir hier gerade gefunden haben. Wow. Okay, das war falsch. Das war richtig. Ja gut, der war ja auch vorher schon auf diese Art und Weise. Da öffnet sich quasi der schnelle Weg zurück nach Letians Kreuzung. Warum sind aber in den ganzen Türmen diese... Warum sind in den ganzen Türmen immer diese Havoks versteckt? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich glaube, der kommt jetzt sowieso raus, oder? Der kommt jetzt raus. Ja, der kommt jetzt raus. Alles klar. Ja, den Havok hat's schon erwischt, aber da ist noch ein Mannheim-Tück, einer von den größeren Geistern. Oh, dann war's das auch. Also wir haben 4 neue Schlüsselsteine gefunden, die wir einsetzen können. Damit könnten wir jetzt nochmal in den anderen Turm zurückkehren und gucken, ob wir ihn nicht doch für uns beanspruchen können. Ach nee, der ist noch da, der Havok. Wollte schon sagen. Await my signal. Can't wait to try that again. Ready? A new dent. Was? Wie viele Fallen sind denn hier? Ach, die werden deaktiviert. Oh, ich habe gedacht, die werden alle ausgelöst. On it. Right. On it. Ich könnte jetzt die Schmiedemeisterin befreien oder ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Das mache ich jetzt nämlich mal eben. In der anderen Ecke war ja noch ein Raum, den wir nicht... Nein, ich komme da nicht mehr hin. Ich komme da... Verdammt. Da war noch ein Raum, den wir nicht betreten konnten. Kann ich ja nochmal zurück über die andere, wenn wir über den langen Weg gehen quasi. Das könnte sein. Nothing I can't handle. Oh! Sturm, Zweihand. Schon wieder Zweihand. Warum immer Zweihand? Den ja töten? Warum? Sie reibt sich die Beule an ihrem Kopf. Diabolischer Mistkerl. Er wusste, dass er mir allein nicht gewachsen sein würde. Sie verneigt sich vor dir. Danke. Du hast den Dank der Eisengebundenen. Natürlich, Meisterin Zdenya, aber ich komme im Namen von Graven Ash. Er will dich sehen. Zdenya nickt. Wie du wünschst, Schicksalsbinder. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich treffe mich mit Graven Ash. Es wird mir eine Ehre sein, direkt mit ihm zu sprechen, nachdem ich schon so lange für ihn arbeite. Wir stellen bereits Waffen und Rüstungen für seine Männer bereit. Ich weiß nicht, was er sonst noch von mir brauchen könnte. Sie verneigt sich und salutiert. Du hast dich als ehrenwerter und vertrauenswürdiger Anführer erwiesen. Mögen die Feuer deiner Esse niemals abkühlen. Tada! So, jetzt hat Graven Ash, was er wollte. Landry ist auch aufgestiegen, auf Stufe 12 mittlerweile schon. Und wir
Wir können nochmal kehre zu Eldian zurück. Ja, wir können mal eben mit ihm reden. Wir sind ja ohnehin jetzt in Lethia. Was ist das für ein Geräusch? Ach! Hier ist... Ah, ich wollte gerade schon sagen, wir müssen jetzt einmal komplett zurücklaufen. Müssen wir aber gar nicht. Als sich hier die Tür wieder geöffnet hat, dann gehe ich doch nochmal so zurück. Weil die tollen Sachen, die wir hier gefunden haben... Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da hinten in dem Raum vielleicht auch noch was ganz, ganz Besonderes ist. Das nur auf uns wartet. So, wie kamen wir da hin? Hier durch, hier runter. Genau, das Ding hier müssen wir umändern. In grün. Jawohl. Das war der richtige Stein. So, Probleme gelöst, Türchen ist offen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gemacht. Ah, wir haben jetzt sehr, sehr viel gemacht abseits der Hauptgeschichte, oder? Also, I'm carrying too much, was? Ach so, ich habe wieder, oh nein, ich habe wieder alles auf ihn. Oh, ich habe vergessen, das umzustellen. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Und dann wurde es einfach alles auf Lyra umverteilt. Das mit dem Helm und so, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Dann können wir Lyra auch nochmal einen Helm aufziehen. Dieser Helm scheint mir schon ziemlich gut zu sein. Er sah auch schick aus, das muss man ja mal dazu sagen, ne? So, hier haben wir noch eine Sigille, leuchtende Rune. Chaotischer Niedergang. Schön. Gut, allein für die Sigille hat sich's gelohnt. Und ich denke jetzt, aber ich bin da noch immer ein bisschen irritiert von den Altmauern hier oben. War da nicht auch noch irgendwas? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich meine, auf der anderen Seite war ja auch noch etwas. Also da waren ja auch noch Wege, die wir nicht gegangen sind oder die wir nicht gehen konnten. Die Altmauern würde ich gerne wirklich intensiv untersuchen und vor allen Dingen durchsuchen. Da steckt so viel Interessantes drin. Und Lethians Kreuzung wird uns jetzt gerade nicht weglaufen. Bin ich überzeugt. So, kurz mal auf die Karte gucken. Oder ist das hier oben wirklich nur pure Ablenkung? Wie kommt man da unten rein? Da ist eine Sigille, da geht's noch irgendwo hin. Diese Treppe da. Vielleicht hat das was hiermit zu tun. Dass wir das auch in grün umändern müssen. Und wenn nicht, dann, ja, dann fehlt mir leider auch. Wobei hier unten ist keine. Hier unten ist kein Schlüssel, den man einstecken könnte. Das hier ist der einzige Schlüssel in der Umgebung. Aha, hier. Aha, sehr gut. Genau das, was ich erhofft hatte. Hordenstiefel. Exquisites Leder. Nein, ich hab's schon wieder getan. Die nimmt sich nicht viel, außer dass da bei den Bärenhautstiefeln noch die Lebenskraft mit dabei ist. Und ein weiteres Sigill. Okay, erstmal kämpfen, dann Sigill. Ich glaube, hier unten kommt man nicht hin. Das ist wieder nur so eine... Das ist wieder nur so eine Deko wahrscheinlich. I know my own strength. Well struck. Pity you won't enjoy this as much as I do.
Come and feast my iron! Pay attention, kids. You might learn something. So. Jetzt können wir die Rune studieren. Siegel der Stärke 4. Kann ich vielleicht mal zwischen den Folgen so ein bisschen rumbasteln, was wir aus den Sigillen machen können. Ich laufe jetzt mal hier vorne raus, weil ich glaube, das geht tatsächlich schneller, als wenn wir jetzt wieder hinten rumrennen. Oder nee, geht es nicht. Wir gehen hier oben raus und dann direkt in Richtung Letians Kreuzung. Und dann haben wir die Probleme in Letians Kreuzung eigentlich beseitigt. Dann könnten wir runter in die... in unsere Stadt, in die geheime Stadt. Da wäre die Frage, da müssten wir wirklich mal mit den beiden reden. Denn beide waren nicht sehr aufrichtig, was ihre Motive und ihre Hintergründe betrifft und haben mir Aufgaben gestellt und Dinge, die ich tun sollte, die absolut nicht rechtschaffend waren. Und rechtschaffend, ich beurteile da nicht in Gut und Böse, sondern nur in Rechtschaffen. Insofern... Hier muss ich hin, ne? Genau. Insofern... haben wir da noch eine Rechnung offen, in Anführungszeichen. Denn so lasse ich das nicht stehen. Ist dann die Frage, was aus der Stadt wird, weil die beiden sind ja die einzigen, die eine passable Wasserversorgung zur Verfügung stellen. Aber... ist die einzige friedliche Stadt. Toll. Danke für diese Zwickmühle. Wenn ich so drüber nachdenke, will ich da vielleicht gar nicht mehr zurück. So, Letians Kreuzung ist sicher, die Geister sind besiegt, die bronzene Bruderschaft ist weg und Kairos Gesetz herrscht nun auch hier in vollem Umfang. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden, die Welt ist ein einziges Honigkuchenpferd. So. Schicksalsbinder, ich freue mich zu sehen, dass du noch lebst. Mit all dem Tumult, der aus den Altmauern zu vernehmen war, begann sich Illidan schon Sorgen um dich zu machen. Er schickte mich aus, um dich zu finden, solltest du nach Letians Kreuzung zurückkehren. Ohne eine Garnison zu unserem Schutz waren die Geräusche beunruhigend, um es vorsichtig auszudrücken. Alle werden hier besser schlafen im Wissen, dass du sicher zu uns zurückgekehrt bist. Die Probleme mit den Altmauern könnten mich niemals davon abhalten, Letians Kreuzung zu beschützen. Wir sind dankbar für deinen Schutz. Er verbeugt sich tief und läuft davon. Aber immer doch. Oh, sind hier etwa Geschmähte? Ach, guck mal, die Geschmähten sind angekommen. Jawohl. Endlich. Endlich, endlich. Das bedeutet, dieser Siedlung wird es gut ergehen. Und jetzt sollten sie auch wirklich sicher sein. So, ich habe da noch einen von deinen Leuten rausgeholt, Luhara. Du bist zurück. Luhara wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß. Ja, okay, das kennen wir schon. Ich habe Lehrling Garrick gefunden. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Das junge Wiesel dachte, es könnte in den Altmauern seltene Metalle finden, was? Ich bin mehr davon beeindruckt, dass er lebendig zurückgekehrt ist, als von seinen eventuellen Funden. Danke für deine Hilfe, Schicksalsbinder. Du verdienst zumindest eine Belohnung. Danke. Und Illidan erwähnte, dass du etwas Hilfe brauchen könntest. Naja, genau genommen ja. Dieser Zlöp Retomon hat aus der Siedlung wirklich ein Durcheinander gemacht. Er hat sich nicht nur das Oberhaupt unseres Ordens geschnappt, sondern auch noch mehrere meiner Arbeiter hier in der Esse getötet. Sie donnert ihre Faust auf einen Tisch neben ihr, was mehrere Metallbearbeitungswerkzeuge in die Luft fliegen lässt. So sehr ich diesen Bastard auch gerne persönlich aufspüren würde, meine Pflicht gebietet mir, hier zu bleiben und unsere Verpflichtungen den Armeen gegenüber zu erfüllen. Ich wollte schon einige meiner Leute losschicken, um sich um ein paar Probleme zu kümmern, aber jetzt sind wir kaum noch genug, um dafür zu sorgen, dass dieses Feuer nicht ausgeht. Wenn du die Zeit dafür hast, so könnte ich wirklich deine Hilfe wegen einer verschwundenen Lieferung gebrauchen. Ja, dann erzähl mal.
Sie hebt eine Augenbraue. Unsere letzte Eisenlieferung war zu leicht. Die bronzene Bruderschaft überfällt seit Jahren Karawanen der Eisengebundenen, und obwohl das Erz nutzlos für sie ist, greifen sie unsere Träger an, nur um uns zu ärgern. Sie verzieht das Gesicht. Ich sollte das wahrscheinlich nicht erwähnen, aber wenn du mir helfen wirst, hast du es verdient, alles zu erfahren. In dieser Lieferung waren einige äußerst wichtige Waffen versteckt, die an uns zurückgeschickt wurden. Wir müssen sie reparieren und zurück zu den Soldaten bringen. Ich nehme an, dass es ihnen gereicht hat, unsere Träger zu töten und ihre Rationen zu stehlen. Sie hätten keinen Grund, einen Haufen Steine in ihr Lager zu schleppen. Außerdem glaube ich nicht, dass sie wussten, dass die Waffen dort waren. Zumindest hoffe ich das. Sie kratzt sich nachdenklich am Unterkiefer. Unser Mann wollte durch die dichten Wälder des abtrünnigen Sumpfs reisen. Wir kennen seinen genauen Reiseweg nicht, da unsere Träger unterwegs häufig improvisieren, um Aufeinandertreffen mit Banditen zu vermeiden. Ich weiß, dass dir das kaum weiterhilft. Es tut mir leid. Oh, ich weiß von einem Ort im abtrünnigen Sumpf, wo die Bruderschaft aktiv ist. Dieser Startpunkt ist so gut wie jeder andere. Es ist plausibel, dass der Träger dort durchgekommen ist. Ja, das kriegen wir hin. Wir haben ja schon einmal Hinweise dazu bekommen. Na gut, niemand bleibt zurück. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt stehen wahrscheinlich einige Gespräche vor uns, einige etwas längere Gespräche, auch noch mit dem einen oder anderen hier in Letherns Kreuzung, der vielleicht noch Hilfe brauchen könnte. Und dann natürlich noch mit Elian, also mit dem Dorfvorsteher hier und schließlich mit Graven Ash. Darauf bin ich auch sehr gespannt, weil jetzt geht es ja dann ein Stück weiter in der Hauptgeschichte wahrscheinlich. Immer dann, wenn wir mit Ash zusammentreffen. In diesem Sinne werden wir das natürlich in der nächsten Folge rausfinden. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss!